Guten Morgen. Guten Morgen, die Dritte. Wie im wahren Leben, jetzt fällt mir gleich ein Sprichwort ein. Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf. Wir gehören jetzt zu den Gewinnern. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das wird jetzt klappen. Das wird jetzt klappen. Ja, das mit dem Hoffen, das lassen wir mal weg. Jetzt gucke ich mal, ob wir in der richtigen Gruppe auch live sind. Haben wir alle Helfer des Ja. Lichtes und der Liebe jetzt zu uns genommen. Zuschauer sind auch da, wie schön. Also ganz wichtiger Satz heute schon mal. Damit starten wir. Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf. So, auch wirklich wie im richtigen Leben. Wie viele Steinchen liegen manchmal im Weg, manchmal sind es Brocken. Bei uns funktioniert die Technik heute Morgen nicht so oder hat bis eben nicht funktioniert, jetzt funktioniert sie. Aber wir wollten live gehen und wollten mit dir heute ganz wesentliche Dinge hier teilen. Und ich habe unsere Tochter hier mit an Bord, die Madeleine, schon lange auch Mitglied in der Akademie, also Teammitglied und hat auch schon ein eigenes erfolgreiches Business. Kannst gleich selbst noch ein bisschen was dazu sagen. Und unsere Männer, der Roman, ne, dein Bruder und mein Schatz, der Papa unserer wunderbaren Kinder, die sind ja mehr so im Hintergrund aktiv. Genau, und wir sind diejenigen, die heute hier vor der Kamera hocken und mit dir darüber sprechen, wie du wirklich ja, deinem Herzen jetzt beginnst zu folgen. Und jetzt schaue ich mal, ob das mit der Verbindung alles klappt. Und währenddessen, Madeleine, kannst du mal ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist, was du machst, mit 21 Jahren schon erfolgreiches Business am Start. Ja, genau. Also erstmal ein herzliches Willkommen auch von mir noch einmal oder zum letzten Mal vielleicht auch für heute endlich. Und ja, wie du ja schon gesagt hast, ich bin in deinem Team auch tätig und auch selbstständig als Coach und Mentorin, ebenfalls in erster Linie für Frauen, die sich eben ein Leben nach ihren Vorstellungen erschaffen möchten und dieses Leben erschaffen möchten, für das sie einfach tatsächlich hier auf diese Welt gekommen sind. Und ja, das mal so kurz zu mir. Genau. Also, wir würden heute gerne mit dir darüber sprechen, wie du wirklich Klarheit bekommst zum Sinn deines Lebens und warum das auch als Basis so wichtig ist. Es geht auch darum, wie du Klarheit bekommst, wie du das tatsächlich auch umsetzen kannst. Und auch wirklich daraus dem Ruf deiner Seele folgen kannst. Ich spreche da immer gerne von Seelenberuf. Also auch wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen. Weil wir sind ja, wenn wir mal Revue passieren lassen, wir sind auf diese Welt gekommen und hatten und haben auch immer noch alles in uns verborgen, was es dazu braucht. Nur, da ist ganz vieles verschüttet worden. Und das ist jetzt auch keine Elternschelde. Die wussten es ja auch nicht besser. Und wir sind dann in ein System hinein gewachsen, haben uns hinein, ja, sind hineingepresst worden, wie auch immer man das nennen möchte. Und da sind so viele äußere Umflüsse einfach auf uns eingeströmt, die uns haben vergessen lassen, dass wir selbst wirklich die Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit sind, dass wir uns mit unseren Gedanken, nochmal, dass wir selbst uns mit unseren Gedanken unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Nichts und niemand anderes erschafft sich die eigene Lebenswirklichkeit. Und dass wirklich alles, alles für uns möglich ist. Als kleine Kinder, wir können es morgen kaum erwarten, aus dem Bett zu hüpfen. Was kann ich heute hier erschaffen, was kann ich heute hier entdecken, was kann ich heute hier ja, für Abenteuer erleben? Wer will ich heute sein und welche großartigen Abenteuer kann ich heute erleben? So, da kam Kindergarten, da war dann mal noch so ein bisschen, ne, so Tagträumen war dann noch angesagt und später kam dann unser Schulsystem und ich möchte jetzt da nichts in Frage stellen, ich möchte jetzt einfach nur mal das so ein bisschen bewusst machen, dir auch, in welches System wir da reingerutscht sind. Und das hat uns mehr und mehr vergessen lassen, wer wir wirklich sind und hat uns im wahrsten Sinne des Wortes auch von uns selbst
fortschreiten lassen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes mit unserem ganzen Fortschritt im Außen, mit dem technischen Fortschritt im Außen, von unserem wahren Kern fortgeschritten. Und darum geht es wieder, im ersten Schritt wieder zurückzufinden zu dir selbst, mal wieder in dich hineinzulauschen, deiner Intuition zu folgen, mit dir selbst mal wirklich in Kommunikation zu gehen, ohne interessante Ansichten, ob etwas geht, ob etwas nicht funktioniert, wie etwas zu funktionieren hat, ob es nicht funktioniert und, sondern einfach mal ganz frei dich diesen Prozess wieder hinzugeben, in dich hineinzulauschen und darf ich dich dazu einladen, wirklich auch dich dem Gedanken zu öffnen, dass du ein Teil dieses großen Ganzen bist. Jeder von uns ist ein Teil dieses großen Ganzen. Es gibt eine große Energie, das ist alles miteinander verbunden. Nur wenn ich dir jetzt sage, du bist Gott oder du bist ein Teil Gottes, dann sperrt das irgendwo ein bisschen mit uns. Das klingt so groß, so überdimensional, so mächtig, was? Ja? Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wir zu dem Thema Gott oftmals eine religiöse Behaftung haben, kenne ich auch nur so gut aus meiner Kinderstube, da sehen wir mehr so diesen strafenden Gott oder das ist einfach viel zu groß, das sprengt unsere Vorstellungskraft einfach. Und unter den Aspekten ist wirklich alles möglich. Alles ist eine große Energie. Wenn du im Übrigen Fragen hast, schreib es gerne ins Kommentarfeld, wir gehen da gerne auch auf deine Fragen ein. Und ich sehe, es sind Zuschauer da. Schenk uns doch gerne mal ein Herz, ein Daumen hoch oder schreib mal Hallo, von wo du zugeschaltet bist. Und es ist doch einfach genial, was wir heute in diesem jetzigen Zeitalter machen können. Ne? Je nachdem, wo du gerade hockst. Wir sind hier auf Zypern und ich war heute Morgen schon am Strand, habe schon das Meeresrauschen genossen und das Wedeln der Palmen schon genossen und denk immer, zwick mich mal. Was habe ich mir hier mit meiner Gedankenkraft erschaffen? Und das gebe ich dir jetzt wirklich so ausdrücklich weiter, nicht unter dem Aspekt, um dir zu sagen, wow, wo leben wir hier, sondern das ist alles für dich auch möglich. Das habe ich in meinem früheren Leben, als ich um diese Dinge noch nicht wusste, und deshalb teilen wir das ja auch so offen mit dir, auch alles nicht für möglich gehalten. Ja? Wie geht es dir, Madeleine? Wie viel ist für dich schon zur Lebenswirklichkeit geworden? Wo auch schon bei dir, und damit oute ich mich auch, bin keine Übermutter, ihr habt auch ganz viele Prägungen von mir mitbekommen. Wie sehr hast du wirklich die Kurve gekriegt und bist deinem Herzen gefolgt? Vielleicht magst du da auch mal ein bisschen was zu sagen. Ich muss da direkt dran denken, als ich vor ein paar Jahren so das Ziele aufschreiben, Ziele formulieren, ein bisschen mehr erfahren hatte, dass das ja so wichtig ist. Und dann hatte ich einen Zettel geschrieben mit meinen Zielen, wie mein Leben denn bitte aussehen soll. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals sehr, sehr, sehr klein gedacht. Und den Zettel hatte ich dann vor einer Weile wieder gefunden. Da stand dann drauf, ich will eine kleine Wohnung, kein Auto, ich fahre mit dem Bus und so überall hin und so. Ja, ich gucke schon ein bisschen, dass ich mich gesund ernähre und dass ich auch hochwertige Sachen habe, aber so wichtig ist das ja auch nicht. Also so ungefähr sah da meine Liste von Zielen aus und als ich mir die dann vor einer Weile wieder angeschaut habe, habe ich gedacht, oh je, da bin ich aber ganz weit von entfernt, zum Glück. weil ich meine, ich habe in der Zeit, in den letzten Jahren ganz, ganz viele Ziellisten geschrieben und auch jetzt schon wieder eine andere entdeckt, die auch wieder sich bewahrheitet hat, wo ich es noch nicht mal richtig mitbekommen habe. Quasi, ich habe das aufgeschrieben und ja, vor kurzem dann auch entdeckt und gesehen, wow, das ist ja schon da, ohne dass ich mich da jetzt jeden Tag so drauf fixiert habe. Ja. Natürlich ist Fokus wichtig, aber es geschieht auch schon so viel von selbst, wenn man einfach ja, den ersten Schritt geht und überhaupt mal sich bewusst wird, was will ich denn überhaupt? Und der Energie folgt. Ne? Das ist ein wunderbares Beispiel. Ich kann mich gut erinnern, als du plötzlich gesagt hast, wow, ich habe da eine meiner älteren Ziellisten
entdeckt und das ist alles zur Lebenswirklichkeit geworden und ich habe es gemerkt, es ist schon normal. Ja, es ist einfach schon das neue Normal. Ne? Wenn man uns gesagt hätte, dass wir hier mal ja, nach Zypern auswandern und hier leben und uns jetzt gerade noch Villen anschauen und neue Ziele gesteckt haben. Ja, genau. Aber das Allerwichtigste, wenn du mich vielleicht schon länger kennst oder verfolgst hier, je nachdem, ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst, war 30 Jahre da im Arbeitsverhältnis, war auch glücklich und happy mit dieser Stelle, nur wurde ich einfach zunehmend unzufriedener, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mir von anderen den Tag vorschreiben zu lassen. Ne? Das ist etwas, wozu du noch nie Lust hattest und deshalb direkt schon mal in eine andere Richtung gegangen bist. Und ich habe dann vor 18 Jahren die mentale Gesundheitspraxis Kraftwelle selbst gegründet. So mit klassischen Praxisräumen auch und habe das viele Jahre nebenbei auch dann praktiziert. Das war eigentlich so mein Hauptding, was mir Kraft und Energie geschenkt hat und auch Freude gemacht hat. Und das andere war dann mehr so noch so dieses Sicherheitsdenken, ja, im Angestelltenverhältnis wirklich zu bleiben. Ich denke, gerade in der jetzigen Zeitqualität ist eines ganz, ganz deutlich geworden. Es gibt nur eine Sicherheit, nämlich die Sicherheit, wenn du selbst dein Leben wirklich in die Hand nimmst und selbst bestimmst, wie viel Geld du in dein Leben lässt, wie du lebst, wo du lebst, wann du Urlaub machst, wie du deine Zeit überhaupt verbringst. Weil dieses Leben hier ist wirklich keine Generalprobe. Es gibt nur dieses eine Leben in dem jetzigen Körper. Es gab sicherlich auf der energetischen Ebene früher schon viele Leben. Es mag auch noch weiter viele Leben geben, aber das Leben jetzt, das findet nun mal jetzt statt. Und du bist auch hierher gekommen, wie jeder von uns, mit einer Mission, die in dir verborgen ist. Du hast eine Aufgabe mit hierher gebracht. Du hast dir mal als Seele, ich nenne es jetzt mal ein bisschen spirituell, vorgenommen, bevor du da von oben runter geschaut hast, in der Familie inkarniere ich jetzt, hast du dir mal was vorgenommen, was du jetzt hier verwirklichen wolltest, was du realisieren wolltest. Nenn es Lebensaufgabe, nenn es Seelenplan, nenn es Mission. Das ist in dir verborgen, das ist definitiv in dir drin. Und alles, ganz, ganz wichtiger Aspekt, was du dazu brauchst, um deine Lebensaufgabe zu erfüllen, um so zu leben, wie du es wirklich gerne auch hättest. Das sind wir bei der Vision. Also es gibt einen Unterschied zwischen Mission und Vision. Das ist alles, alles, alles in dir verborgen. Warum sage ich das jetzt so vehement? Ich höre so oft, ich mache jetzt erstmal noch die Ausbildung. Ich mache jetzt erstmal noch das. Ich mache noch das. Und dann muss ich erstmal noch eine Coach-Ausbildung machen. Und dann muss ich noch das machen und das machen und das machen. Das ist alles gut und schön und ich möchte auch niemanden davon abhalten, das zu machen. Nur, um deinen Seelenplan wirklich zu leben, deine Mission, die du mit hierher gebracht hast, da hat der liebe Gott, ich nenne jetzt nochmal den Ausdruck, dir alles, alles mitgegeben, was es dazu braucht. Und das ist auch das Geheimnis des Erfolgs. Sobald ich mir wirklich klar darüber geworden bin. Und ich sage dir ganz ehrlich, das habe ich nicht alleine geschafft. Ich hatte da irgendwann auch keine Lust mehr, hier zu gucken, da zu gucken, da zu gucken, weil ich gemerkt habe, das funktioniert alles nicht so, wie ich es eigentlich gerne haben wollte. Und erst als ich mir dann Hilfe geholt hatte von Menschen, die dort waren, wo ich hin wollte, hat das wirklich alles verändert. Und als ich dann damals mit deren Hilfe die Klarheit bekommen habe, was wirklich meiner Mission entspricht, nämlich Menschen wie dich dabei zu begleiten, frei zu leben, die Lebensaufgabe auszupacken und dann auch dem Ruf des Herzens zu folgen, dem Ruf der Seele zu folgen, sprich auch den Seelenberuf daraus zu kreieren, um wirklich frei und selbstbestimmt zu leben. Das hat alles verändert. Deshalb ist es so wichtig. Vorher war ich mit so einem Bauchladen unterwegs. Du gehörst bestimmt auch zu denjenigen wie Madeleine, wie ich und alle hier in unserer Community, die sehr vielseitig interessiert sind,
die sensibel sind, die sehr wahrnehmend sind, die gerade jetzt auch aus dem Kollektiv ganz, ganz viel wahrnehmen und auch noch glauben, das sind deine Gedanken. Und gerade wegen dieser Vielseitigkeit, wie das bei mir früher ja auch war, wusste ich gar nicht, ja, hab mal über das gesprochen, hab mal das ausprobiert, hab mal das gemacht, das gemacht, das gemacht. Aber nichts hat so richtig funktioniert. Deshalb ist es so enorm wichtig, aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung, nicht nur von mir, sondern auch mit vielen, vielen wunderbaren Menschen, die ich da schon begleiten durfte, dass du als Basis einfach mal weißt, das entspricht deinem Seelenplan, das entspricht deiner Mission, die du mit hierher gebracht hast, wie so ein unsichtbarer Rucksack. Und dann, ganz wichtiger Aspekt auch, all deine Talente und Fähigkeiten, die dir auch schon bewusst sind und auch deine ganzen Ausbildungen und Fortbildungen und Bücher, die du schon gelesen hast und Seminare, die du schon besucht hast, dass du das alles zusammenfügst, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht, damit letzten Endes auch nichts von dir auf der Strecke bleibt. Und das ist etwas, was du ja auch so erfolgreich dann auch umgesetzt hast, sobald du, das ist mein Anfang, aber sobald du dann auch in deinem Business, auch mit Kundinnen gearbeitet hattest, Geld verdient hast damit, hast du auch immer mehr und mehr bis dieser Anleitung gefolgt, herauszufinden, ja, das ist meine Mission, ist immer feiner geworden. Ne? Ja, genau. Also, was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist, ich glaube, dass gewisse Ausbildungen oder Dinge, die wir gelernt haben, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die haben uns ja alle, also alles, was in der Vergangenheit passiert ist, das hat dich ja jetzt an diesen Punkt gebracht, wo du jetzt gerade stehst. Und natürlich sind Ausbildungen und diese Dinge, die man so lernt, also wo man dann aktiv hingeht und schaut, dass man sich das in den Kopf presst, sag ich mal, ist natürlich sinnvoll, weil dieses Wissen kannst du ja dann verwenden für dich. Und trotzdem, gleichzeitig, ist es nicht, wie sag ich, es ist nicht zwingend notwendig, noch mehr zu lernen, weil du hast schon alles in dir. Du hast schon alles in dir, was du für deinen Seelenberuf brauchst, was du, dein Seelenplan, ganz einfach, der ist in dir, wie du ja gesagt hast, in diesem Rucksack, den du mit dir trägst. Da ist schon alles drin, was du brauchst. Und in der Vergangenheit, wie gesagt, alles hat dich zu dem Punkt gebracht, wo du jetzt gerade stehst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, dass du hast schon alles in dir. Es ist nicht zwingend notwendig, dass du jetzt noch irgendwie die Ausbildung machst und das hier noch lernst und so weiter und so fort. Es ist alles schon da. Und da würde ich dich gerne dazu einladen, viel mehr deinem Herzen zu vertrauen, mit dir selbst in Kommunikation zu gehen, deiner Intuition zu folgen. Das ist auch etwas, was in dir verborgen ist, was bis eben vielleicht noch so ein bisschen verschüttet ist. Und da, das hast du bestimmt auch schon des Öfteren gehört, auch von mir, vielleicht auch von anderen, wo dein größtes Potenzial liegt, da verbirgt sich auch zuvor deine größte Angst. Was hatte ich an Existenzängsten, als ich dann tatsächlich die Entscheidung getroffen hatte, ich mache jetzt nur noch das, was meinem Herzen entspricht. Ich lebe jetzt wirklich meinen Seelenplan. Ich folge jetzt wirklich dem Ruf meiner Seele. Was hatte ich da an Existenzängsten, dass das vielleicht nicht funktionieren könnte? Dass das Geld nicht zu mir kommt, wie ich es gerne hätte und, und. Das ist normal. Nur solange wir uns von dieser Angst abhalten lassen. Und wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir lassen uns davon abhalten. Wir lassen die Schranke unten oder wir machen sie halt auf. Ändert sich nichts. Deshalb erlaubt dir wirklich auch deine kühnsten Träume wieder auszupacken. Und so wie Madeleine das ja eben auch schon erwähnt hat, mach dir gerne mal eine Liste unter dem Tenor, wenn alles für dich möglich wäre, wenn wirklich alles für dich möglich wäre, wie würdest du gerne leben, wo würdest du leben, mit welchen Menschen würdest du dich umgeben, wie würdest du dich kleiden, wie würdest du dich ernähren, welches Auto würdest du fahren, was würdest du tagsüber machen? Wie viel Zeit würdest du, ich nenne jetzt so diesen Begriff, wirken, statt arbeiten?
Weil letzten Endes, das ist Selbstverwirklichung. Wie würde dein Leben wirklich ganz im Detail ausschauen? Und diese Klarheit braucht es. Und dann geschehen auch so wundersame Dinge. Wenn du diese Klarheit hast, was Madeleine ja eben gesagt hat, dann guckst du irgendwann auf deine Zieleliste und denkst, wow, wie viel ist denn da schon von in zur Lebenswirklichkeit geworden? Und hab's gar nicht gemerkt, was jetzt schon mein neues Normal einfach ist. Und so wirst du sicherer und sicherer und traust dich noch größer zu denken und traust dich noch mehr auch wirklich deinem Herzen dann auch zu folgen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei ist einfach auch, heile deine Glaubenssätze zu Geld. Was Geld ist, was Geld nicht ist, ob es Geld gibt, ob es viel Geld gibt, ob es wenig Geld gibt, ob man Geld braucht, ob man kein Geld braucht. Grundsätzlich, wir haben zu nichts und niemandem so ein unheilsames Verhältnis wie zu dem Thema Geld. Und das darfst du unbedingt auch heilen, damit du dir auch erlaubst, die Geldenergie, die es dazu braucht, zu dem Leben, wie du es gerne hättest, auch zu gestalten. Und wenn jetzt dein Kopf dir vielleicht sagt, gibt es nichts Wichtigeres als Geld, dann beobachte dich mal bitte. Geld ist nur dann wichtig, solange wir zu wenig davon haben. Sobald Geld einfach immer da ist, so wie du es brauchst, wirst du dir immer weniger Gedanken um Geld machen. Oder das Ding geht dann auch mal in die Richtung, dass du dir überlegst, wo kann ich jetzt Geld anlegen, wie kann ich investieren, wie kann ich noch mehr investieren und, und. Und es bringt auch nichts zu denken, gibt es nichts Wichtigeres als Geld und dich damit dem Geld zu verschließen. Weil wir leben nun mal hier in einer materialistischen Welt. Und es ist doch nun mal viel einfacher, morgens zum Bäcker zu gehen und zu fragen, was kostet das köstliche Croissant, was kostet der Kaffee, was kostet das Brot und Summe X dann auf den Zahlteller zu legen und das war's. Statt zu handeln, dass er irgendwie deine Dienste in Anspruch nehmen will. Das ist doch in der Richtung, ist doch Geld eigentlich auch ein Segen. Und das Geld ist auch einfach immer da. Wir schauen immer zwischendrin mal so Erfolgsfernsehen, wenn du weißt, ja. Da gibt es, ich hole jetzt mal das Beispiel Hotel oder Flugzeuge, wo du sogar eine eigene Wohnung im Flugzeug und sowas hast. Oder Villen, ich habe ja eingangs schon erwähnt, wir schauen uns auch gerade Villen an. Oder auch Yachten. Also ich finde jetzt in mir nicht unbedingt, dass ich gerne Yacht haben möchte, aber da gibt's Yachten, die gehen in die Millionenhöhe rein. Da gibt es Villen, die gehen in die Milliardenhöhe rein. Wenn es das nicht gäbe, gäbe es ja auch keine Menschen, die sowas kaufen würden. Und das mal als Rückenstärkung für dich, das Geld ist da. Es ist immer nur die Frage, wie viel erlaubst du dir zu empfangen? Und da spreche ich jetzt auch aus meinem früheren Leben. Ich habe früher auch immer gedacht, ich würde ja gerne ein bisschen mehr Geld in mein Leben lassen. Habe dann aber metaphorisch gesprochen, im übertragenen Sinne so da gestanden, oh, ich hätte gerne ein bisschen mehr, aber dann doch nicht. Ich habe mich davor verschlossen. Ich habe mir gar nicht erlaubt, die Geldenergie in mein Leben fließen zu lassen. Wollen ja. Aber erlaubt habe ich es mir nicht. Und jetzt geht es auch nicht darum, ich habe jetzt so das krasse Beispiel genannt von Villen, Millionen, Milliarden. Es geht jetzt nicht darum, dass man in so einer Villa unbedingt leben muss oder die kaufen muss. Nur mal überhaupt dich dem Gedanken zu öffnen, das wollte ich dir damit mit auf den Weg geben. Dass Geld da ist und wir selbst einfach entscheiden können, wie viel Geld empfange ich, wie viel erlaube ich mir wirklich in mein Leben zu lassen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn du beginnst, wirklich selbstbestimmt zu leben und wirklich dein Leben selbst in die Hand nimmst, dass du dir dann auch klar darüber wirst, wie viel Geldenergie hätte ich gerne dazu, die Glaubenssätze und Muster, die da einfach zusammenhängen, auch löst, auf dem Weg dahin. Also ich möchte dich nicht dazu einladen, jetzt erstmal noch 10 Jahre lang dich damit zu beschäftigen oder überhaupt Glaubenssätze zu suchen. Keine Glaubenssätze suchen, sondern zielorientiert.
Das ist das, was wir auch in der Akademie machen, auch im Soulmate Life. Zielorientiert sind wir unterwegs und was auf dem Weg dahin aufkommt an Themen, das lösen wir. Das ergibt ja auch Sinn. Ne? Ja. Man muss jetzt nicht anfangen, irgendwie was zu suchen in seinem Unterbewusstsein, was ist da noch alles, was vielleicht nicht ganz so passt oder was ich gerne anders hätte, sondern das kommt automatisch alles auf, wenn du auf dem Weg bist. Das andere würde dich nur viel Energie, viel Zeit kosten und außerdem legst du ja dann den Fokus auf deine Glaubenssätze, die du nicht mehr haben willst und dann kriegst du mehr davon. Gesetz der Anziehung. Und wenn du dich stattdessen auf dein Ziel konzentrierst und vielleicht stehst du schon vor, naja, Ziellinie gibt es eigentlich nicht, aber vielleicht stehst du schon kurz davor, du stehst vor der Tür zum Ziel und dann kommt vielleicht noch so ein Glaubenssatz vorbei und dann merkst du, aha, okay, der hält mich jetzt davon oder der will mich jetzt davon abhalten, durch diese Tür zu gehen und dann kannst du ihn lösen. Und dann kannst du durch die Tür gehen und nicht irgendwie alles erstmal aus dem Weg räumen und dann erst auf dem Weg sich machen zu dieser Tür. Ja. Da würde ich gerade noch anknüpfen gerne, weil du eben gesagt hast, Ziellinie, und die gibt es ja eigentlich gar nicht. Was ist damit gemeint? Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Das ist ein auch ganz wichtiger Aspekt, damit du auch die Erfahrungen machen kannst, wie ich sie auch schon gemacht habe und wie Madeleine das eben erzählt hat. Du guckst auf deine Zieleliste und merkst irgendwann, wow, das ist ja schon zur Lebenswirklichkeit geworden, das ist ja schon zur Lebenswirklichkeit geworden. Es ist ganz wichtig, dass du dir immer wieder neue Ziele steckst, damit du auch immer wieder dir erlaubst, deine Komfortzone zu verlassen, damit auch Weiterentwicklung möglich ist, weil das ist letzten Endes das Leben. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Und erlaub dir da wirklich ganz groß zu denken. Schreib das wirklich mal unter dem Satz, wenn alles für mich möglich wäre, wie würde ich dann wirklich gerne leben? Und dann Klarheit zu deinem Seelenplan, Klarheit zu deiner Mission, gebe ich dir auch gerne eine Aufgabe mit auf den Weg. Mach dir mal Notizen darüber, was für dich schon so selbstverständlich ist, wo dich Menschen immer um Rat fragen, Dinge, über die du gerne sprichst, wo du Tipps und Anregungen weitergibst. Schau dir mal dein Bücherregal auch an. Welche Bücher liest du? Was interessiert dich? Welche Dinge hast du bis eben in deinem Leben schon wunderbar gemeistert? Welche Herausforderungen hast du schon gemeistert? Was macht dich einzigartig? Was unterscheidet dich von deinem Seelenplan, von deinem Leben, von deinem Lebensweg bisher, von anderen? Wo gibt es da Eckpunkte, wo du so wie einen roten Faden siehst, die du aber schon wunderbar gemeistert hast? Wo gab es Tiefs, aus denen du dich wieder herausgeholt hast? Wo gab es aber auch ganz besondere Hochsituationen in deinem Leben, die du dir erschaffen hast? Und aus diesem ganzen Kompendium, sage ich jetzt mal als Kompendium, das sind ja ganz viele Facetten, die damit eine Rolle spielen, daraus kannst du den roten Faden in deinem Leben erkennen. Das ist genau das Ding, warum du hierher gekommen bist, um anderen Menschen zu helfen. Oder der Welt zu helfen oder Institutionen zu helfen, also anderen ein Beitrag zu sein. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das ist so eine zentrale Frage. Und das ist eine Einzigartigkeit, die in dir verborgen ist. Und sobald du die entdeckt hast, das ist wie ein Fundament. Du hast damit dann das Fundament geschaffen und darfst damit dann die Bühne deines Lebens betreten, weil da draußen im universellen Feld ist alles für dich vorbereitet, sobald du diese Türen aufmachst. Nur solange du natürlich die Schranken zumachst und dich den Ängsten hingibst, wie ich das ja auch ganz lange gemacht habe, ändert sich nichts. Im Gegenteil, die Seele schickt dir nur noch mehr Botschaften auf der körperlichen Ebene zum Beispiel, weil unsere Seele ist schon sehr kreativ. Unsere Seele kommuniziert erstmal über die leise Sprache der Gefühle mit uns. Haben wir auch nicht wirklich beigebracht bekommen, auf unsere Gefühle zu achten.
ich habe das Gefühl, ich sollte doch jetzt hier eigentlich was ändern, aber was machen wir? Wir machen immer noch das Gleiche, ne? Jetzt fallen gerade Beispiele dazu ein, oder? Ich denke nur, wie es unterdrückt wird, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man schlecht gelaunt ist, ist man nicht richtig, wenn man wütend ist, wenn man traurig ist oder so. Das sind alles die Gefühle, von denen sie jetzt spricht, weil das, was in dir ist, diese Gefühle, die haben einen Grund, dass sie da sind. Und die dürfen auch da sein, weil sie dir zeigen, ob du dich gerade auf dem Weg befindest, den du seit deiner Geburt eigentlich einschlagen wolltest. Ja. Oder vor deiner Geburt schon. Ja. Gefühle wollen gefühlt werden und unsere Seele kommuniziert über die leise Botschaft von Gefühlen mit uns. Und im Grunde genommen gibt es nichts Wichtigeres, wenn deine Seele dir Gefühle schickt, zu lauschen, welche Botschaft verbirgt sich für dich dahinter und dieser Botschaft dann auch zu folgen. Mutig, deine Seele und dein Herz, die haben eine viel, viel größere Weisheit. Das heißt, du, in dir ist eine viel, viel größere Weisheit verborgen. Viel, viel mehr Wissen ist in dir verborgen, als der Kopf, der Denker, es sich vorstellen kann. Es ist alles in dir verborgen, was es braucht, um dir dein Leben wirklich so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest. Und schau mal, welcher Beitrag, das fängt an. Diese Veränderung im Außen, die wir alle auch jetzt vielleicht gerade gerne hätten, die fängt bei uns selbst an, die fängt bei dir an. Wir haben das gerade die Woche nochmal, ich möchte jetzt keine Details hier nennen, aber wir haben so viel gerade diese Woche gemerkt, wie sehr wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen und wie viele Situationen wir hatten, wo einfach alles nur ganz normal war. Wo einfach nur alles ganz normal war. Und das geht. Du darfst natürlich, dazu würde ich dich auch gerne einladen, auch mal in der Richtung ein bisschen schauen, Gedankenhygiene machen. Was lässt du in dein Gehirn rein? Ich merke das immer, wenn wir mal von A nach B fliegen, da müssen wir uns ja so ein bisschen mit beschäftigen, wo jetzt gerade Regularien sind. Ja, ist ja auch taktisch klug. Aber wie sehr mein Gehirn sich dann mit diesen Dingen beschäftigt, die vorher ja gar nicht da waren. Und dann in Schlussfolgerungen denkt, ach, das kannst du jetzt vielleicht nicht machen oder das geht nicht oder das geht nicht. Aber sobald du dir erlaubst, das ist ein auch ganz wichtiger Aspekt, erlaubt dir Fragen zu stellen. Und zwar keine Warum-Fragen, warum bin ich noch nicht dort, wo ich eigentlich hin möchte, warum funktioniert das nicht, sondern stell Fragen, was ist jetzt sonst noch möglich, wie kann es gehen, weil damit öffnest du dieses Feld der Möglichkeiten im Universum, im Leben, wie auch immer du das, diese Instanz nennen möchtest. Mit Warum-Fragen kommst du nicht weiter, macht keinen Sinn, Warum-Fragen zu stellen. Wie kann es möglich sein und was ist jetzt sonst noch möglich? Das sind zwei zentrale Fragen, die du dir immer wieder stellen kannst. Und beginne auch mehr und mehr aufzuhören, in Schlussfolgerungen zu denken. Das geht jetzt nicht, weil was auch immer. Damit machst du jedes Mal Deckel zu. Und das haben wir die Woche ganz, ganz viel festgestellt, wo wir auf der einen Seite so gemerkt haben, das sind jetzt Prägungen im Hinterkopf, die aktiv sind, aufgrund der jetzigen Zeitqualität. Wie wollen wir es aber wirklich haben und die Woche gerade so viele Erfahrungen gemacht haben, wie in einem ganz normalen Leben wieder. Ja? Ich möchte jetzt aus gewissen Gründen hier jetzt nicht ins Detail gehen. Ich will dir das nur mal mit auf den Weg geben, dass es geht. Du selbst erschaffst dir deine Lebenswirklichkeit immer. Und da, wo du jetzt gerade stehst, wo jeder von uns gerade steht, das haben wir uns auch erschaffen. Als ich das zum ersten Mal gehört hatte von meinem damaligen Mentor, habe ich natürlich ein bisschen rebelliert und habe gedacht, was? Diese Situation soll ich mir selbst erschaffen haben. Nie und niemals, never. Aber das Gute daran ist, wenn ich mir mein Leben bis jetzt so erschaffen habe und es da noch Bereiche gibt, die nicht so sind, wie ich es gerne hätte, dann geht es darum, wieder
weiterzudenken, größer zu denken. Das ist gerade so der Grund. Wir wohnen hier in einem ganz schicken Apartment. Aber es gibt jetzt so ein paar Dinge, die wir auch noch mal gerne anders hätten, warum wir jetzt auch schon mal wieder outside so ein bisschen nach anderen Dingen gucken. Und das darfst du auch. Du darfst dankbar sein für das, was du bis eben erreicht hast. Du darfst auch ein Stück weit zufrieden damit sein, aber du musst dich damit nicht zufrieden geben. Du darfst weitergehen. Für dich, für die Menschen, die dir am Herzen liegen, sei es dein Partner, deine Familie, deine Kinder. Und das zieht ja dann auch nochmal Kreise. Das verbreitet sich ja dann auch wie so ein Virus. Nur auf eine andere Art und Weise. Das ist der Beitrag. Diese besondere Zeitqualität, in der wir leben. Und das hat auch seinen Sinn, dass du jetzt hier bist, dass du unseren Worten lauschst, dass du gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt das alles erlebst. Wie wäre es, wenn das Leben dir nichts anderes damit sagen wollte, als lausch jetzt in dich hinein, entdecke jetzt wirklich deine Mission und folge deinem Herzen. Und je mehr du diese kleinen Dinge siehst auch, was du schon wirklich alles gemeistert hast in deinem Leben, dafür dankbar bist, dich dafür auch anerkennst, umso mehr gibt dir das auch Sicherheit und Klarheit, deinen Weg weiterzugehen. Und die Rückenstärkung dazu. Ne? Ja, das ist auch der Grund, warum du so wichtig für diese Welt bist und warum es so wichtig ist, dass du deinem Herzen folgst, weil du die anderen Menschen um dich herum inspirierst und ansteckst, wenn man das Beispiel nimmt, mit dieser Lebensfreude, mit diesem, ja, dass du einfach deinem Herzen folgst, weil die sich dadurch dann inspiriert fühlen und dann auch sich eher trauen, ihren eigenen Weg zu gehen und ihrem Herzen zu folgen und dann wiederum andere Leute damit anstecken. Und so kann sich das Ganze so schön ausbreiten. Deswegen bist du so ein Riesengeschenk für die Welt, vor allem, wenn du deinem Herzen folgst und das machst, was wirklich dich glücklich macht. Ja, genau. Dem Herzen folgen. Wollen wir mal eine ganz kleine Meditation zusammen machen? Kommt mir jetzt gerade. Bist du bereit? Lass uns mal, wir haben jetzt so viel von deiner Mission gesprochen, von deiner Vision, wo du jetzt ganz viele Impulse bekommen hast, wie du da zu dir findest. Und deshalb kommt mir jetzt so ganz spontan die Idee, mal eine ganz kleine Meditation zu machen. Deshalb würde ich dich mal dazu einladen, mal die Augen zu schließen, mal eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen, Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt, die uns alle nährt und trägt. Und mal ausatmen. Und mit jedem Ausatmen lass dich mal mehr und mehr in deinen Körper sinken. Lass die Schultern sinken. Und komm mal so ganz bei dir an. Nimm mal deinen Körper ganz liebevoll wahr. Und leg gerne mal beide Hände oder auch eine Hand auf dein Herz und dein Herzchakra. Und beobachte deinen Atemstrom, wie es dich ganz automatisch ein- und ausatmet. Und nimm dich selbst so mal ganz liebevoll wahr. Nimm dich selbst so mal ganz liebevoll wahr, als das, was du wirklich bist. Nimm dich mal so ganz liebevoll wahr, als das, was du selbst wirklich bist. Ein wunderbarer Mensch. Eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann. Ich lade dich ein, dir gerne mal vorzustellen, wie du jetzt so in diesem Moment dein Herz dir selbst gegenüber öffnest. Stell dir einfach mal vor, wie du mehr und mehr jetzt in diesem Augenblick, in jedem Augenblick dein Herz dir selbst gegenüber öffnest. Und dir erlaubst auch, dich mehr und mehr daran zu erinnern,
an deine wahre Größe, an deine wahre Kraft, an deine wahre Energie, das, was dich wirklich macht, was dich wirklich einzigartig macht. Darf ich dich in dem Kontext auch dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du in der Lage bist, wundersame Dinge geschehen zu lassen. Du bist in der Lage, wundersame Dinge geschehen zu lassen. Jetzt, heute, morgen, in diesem Monat, in diesem Jahr, in deinem Leben, weil du selbst ein Wunderwerk der Natur bist. Du selbst bist ein Teil dieses großen Ganzen. Bitte öffne dich dem Gedanken, dass du wirklich ein Teil dieses großen Ganzen bist. Ein Wunderwerk der Natur. Alle Zellen und Organe wissen zu jeder Zeit ganz genau, was zu tun ist. Wenn du was isst, wenn du was trinkst, dein Körper weiß ganz genau, wie das mit der Atmung funktioniert. Du brauchst dich gar nicht drum kümmern. Es geschieht alles ganz automatisch. Und wie viel mehr kannst du dich jetzt, darf ich dich dazu einladen, für deine Größe, für deine Einzigartigkeit tatsächlich anerkennen? Wie viel mehr kannst du dir jetzt erlauben, jetzt mal so bei dir selbst anzukommen? Bei dem, was du wirklich bist. Ein unendlich großes Wesen, das diesen wundersamen Körper hat. Und stell dir auch gerne mal vor, wie dein Atemstrom jetzt durch dein Herzchakra, da wo deine Hände liegen, wie dein Atemstrom über diesen Bereich ein- und ausströmt. Einfach vorstellen. Dein Atemstrom über diesen Bereich deines Herzens ein- und ausströmt. Gerne auch verbunden mit den Gedankenenergien, das grünes Licht, Liebe und Lebensenergie einströmen. Ganz tief und genüsslich. Und mit jedem Ausatmen öffnet sich dein Herzchakra mehr und mehr dir selbst gegenüber. Allem gegenüber, was ist. Mit jedem Ausatmen werden auch mehr und mehr Energieknoten, warum auch immer, von wo auch immer sie da sind, gelöst. Erlaub dir das jetzt. Erlaub dir, grünes Licht, Liebe und Lebensenergie einzuatmen über dein Herzchakra. Erlaub diesen Energien auch, sich in deinem Körper ausbreiten zu lassen. Gerne auch über deinen physischen Körper hinaus, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Und mit jedem Ausatmen öffnest du dein Herz mehr und mehr, dir selbst gegenüber und allem, was ist. Und ich würde dich auch gerne abschließend dazu einladen, so ab heute viel mehr deiner Intuition zu folgen, deinem Herzen zu folgen, den Botschaften deiner Seele zu folgen, wirklich deine Mission auch zu entdecken, dir das zu erlauben. Weil darin der wahre Sinn deines Lebens liegt, der wahre Sinn deines Seins hier zum jetzigen Zeitpunkt dieser wunderschönen Erde. Und wie viel mehr kannst du dir auch jetzt erlauben, das Geschenk des Lebens anzunehmen und auch zu erkennen, was du für ein Geschenk für diese Welt bist. Und dir auch zu erlauben, wirklich das Geschenk des Lebens anzunehmen, zu sein,
so zu sein, wie du wirklich bist. Und darf ich dich auch dazu einladen, dass du ab jetzt, wenn du möchtest, die Entscheidung treffen darfst, viel mehr du selbst zu sein, dir das zu erlauben. Mit anderen Worten, wie viel weniger musst du dich ab jetzt verbiegen? Wie viel mehr darfst du es jetzt dir selbst gerecht machen, so wie du es wirklich möchtest? Und aufhören, es anderen gerecht zu machen. Oder es versuchen, anderen gerecht zu machen. Wie viel mehr kannst du jetzt so in die Liebe zu dir selbst kommen? Alles ist eine große Energie und je mehr du bei dir selbst bist, umso mehr strahlst du diese Energie auch aus. Wie viel mehr kannst du so ab heute erkennen, dass Leben, das Universum an deiner Seite ist, deine Bestellungen aufnimmt und dir das liefert, was du bestellst. Lass diese Worte mal noch für einen Augenblick auf dich wirken. Und nimm mal dein Gesicht wahr. Vielleicht hat sich das jetzt auch schon ganz automatisch entspannt. Vielleicht ist das so ein kleines Lächeln auf deinem Gesicht jetzt. Mit wie viel mehr Lächeln und Freude kannst du jetzt, wenn du gleich deine Augen wieder öffnest, in die Welt schauen und neugierig sein auf die wundersamen Dinge, die jetzt für dich geschehen werden. Mit wie viel mehr kannst du es dir erlauben, sie zu empfangen. Hinterlasst uns mal gerne einen Kommentar, wie es für dich war. Nach so einer Meditation, wo man so eine Innenschau gehalten hat, ist es immer so für mich eine kleine Challenge, wieder anzufangen zu reden, weil ich immer mehr in dieser Energie dann bleiben möchte. Geht es dir auch so? Also, teil gerne deine Erfahrungen mal mit uns und was ist jetzt sonst noch für dich möglich? Also nochmal zusammenfassend, werde dir wirklich klar darüber, das ist so die Basis für alles. Deine Mission, warum du hierher gekommen bist. Pack diesen unsichtbaren Rucksack aus. Verschaff dir Klarheit darüber. Und wisse, dass alles für dich möglich ist. Werde dir wirklich so mal deiner wahren Größe bewusst, das ist Selbstbewusstsein. Und je mehr du dir deiner wahren Größe bewusst wird, umso selbstsicherer wirst du auch. Umso mehr erkennst du deinen Wert, deinen Selbstwert. Das ist immer wieder auch in der Verbindung zu dem Thema Geldenergie, was ich eben erwähnt habe. Und ein ganz wichtiger Aspekt, die wichtigste Person in deinem Leben bist du. Wie viel mehr kannst du jetzt wirklich in die Liebe zu dir selbst kommen, um der Beitrag für die Welt zu sein, der dich einzigartig macht, den du in dir trägst. Und das sind so genau die Dinge, die wir auch im Soulmate Live gemeinsam machen. Wir holen dich da ganz individuell an die Hand, begleiten dich über einen Zeitraum von 8 Monaten. Du hast Sessions mit deiner Madeleine, mit mir, mit unserem Team. Und du wirst nach den 8 Monaten auf der Bühne deines Lebens stehen mit deinem Seelenplan. Du wirst staunen, was sich da alles in diesen 8 Monaten
Wenn du dich dazu entscheidest, ich poste dir gerne den Link gleich auch rein, fühl in dich hinein. Das ist dein erster Impuls. Und folg dem ersten Impuls. Ich poste dir gleich gerne meinen Link rein, wo du dich bewerben kannst zu Soulmate Live. Und dann sprechen wir dann erstmal miteinander, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, ob dieser Zeitraum von 8 Monaten auch gut auf dich passt. Und dann, ja, entscheiden wir uns. Das sind die Dinge, die so wichtig sind, das habe ich eingangs ja auch erwähnt, warum bei mir sich wirklich alles verändert hat, als ich mir erlaubt habe, wirklich Menschen an meine Seite zu holen, die dort waren, wo ich hin wollte. Und das ist auch die Erfahrung, die du gemacht hast, ne? Wir haben ja jetzt unterschiedliche Mentoren und Coaches auch an unserer Seite. Du nochmal andere, die dich ansprechen als ich. Dann sind wir gegenseitig unsere Coaches noch. Ne? Also Madeleine ist für mich in ganz vielen Bereichen auch ein Coach inzwischen geworden, ein Spiegel, ein Hinweis. Ja, weil man einfach selbst so diese ja, ich sag mal, blinden Flecken in sich hat und Dinge gar nicht erkennt. Da war gerade gestern war auch nochmal so eine Situation, wo mein Mann was gesagt hat, ich habe meinen Senf dazu gegeben und die Quintessenz, die hast du dann gesagt. Ja? Das war die Botschaft dahinter, die hätte ich in dem Moment gar nicht erkannt. Also, es ist so hilfreich, wirklich Menschen an deiner Seite zu haben, die dort sind, wo du hin möchtest, weil nur die können dir den Weg ja auch zeigen. Das ist ein großer Fehler, den ich früher im Grunde genommen viel zu lange gemacht habe, es alleine versucht habe. Mit vielen kleinen Kursen, mit Anleitungen, Bücher gelesen, da probiert, da meditiert, da was gemacht. Und das rettende Ufer, das war im Grunde genommen da, aber ich habe es nicht gesehen, weil ich keine Navi dazu hatte. War bei dir ähnlich. Genau. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, danke für dein Sein, danke für dein Dabeisein hier. Link zur Bewerbung zum Soulmate Live kommt gleich. Trag dich da ein, folg dem ersten Impuls und lass uns da gerne mal über Details sprechen. Und dann treffen wir einfach eine Entscheidung und sprechen über die Details, wie das genau dann ausschaut. Magst du noch abschließend eine Botschaft teilen? Mir kam gerade noch so ein total schöner Gedanke. So ein schönes Bild auch während der Meditation, weil diejenigen, die sich ein bisschen mit Chakren auskennen, wissen, dass das Herzchakra die Farbe grün hat. Mhm. Grünes Licht hast du auch jetzt eben erwähnt. Und wir haben ja jetzt in dieser Meditation dieses Herzchakra geöffnet. Also, dass du dein Herzchakra für dich geöffnet hast und dadurch, dass du diese Farbe grün ist, das hat ja auch einen Grund. Also dein Herz gibt dir grünes Licht, um wirklich ihm zu folgen, um du zu sein und ja, deinen Seelenplan einfach zu verwirklichen. Grünes Licht, wie cool, was für eine Metapher. Wow, danke. Genial. Also ihr Lieben, habt nur einen schönen Tag. Danke für dein Sein und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.